neben dem Wasser ist Malz der Hauptbestandteil beim Bierbrauen. Und hier herum auf der Glentleitner machen wir nur untergäriges Bier. Das heißt, dass wir nur Gerstenmalz brauchen. Was ist Malz? Malz ist also gekeimte und dann gedarrte, also getrocknete Gerste. Und das Ganze muss jetzt zerkleinert werden und das passiert hier in dieser Schrotmühle. Wir schütten also oben die Körner rein. Da sind Walzen drin, die das Ganze dann zermahlen und dann kommt unten das Schrot raus. Es gibt verschiedene Malzsorten. Wir haben jetzt hier gerade im Moment ein Münchner Malz zermahlen. Münchner ist also ein etwas dunkleres, also bei höheren Temperaturen abgedarrtes Malz. Und da legen wir dann auch fest, wie stark das wird. Ob das jetzt ein normales, einfaches, helles wird oder ob es ein Bock wird. Je nachdem, was wir herstellen, brauchen wir also mehr oder weniger Malz. So, und von hier aus das Schrot, das müssen wir jetzt hinauf befördern ins Sudhaus. Und da geht es dann weiter. Jetzt sind wir bei uns im Sudhaus und jetzt kommt der erste Schritt, das Einmeischen. Einmeischen heißt, wir nehmen unser Schrot, das wir unten gemahlen haben, und mischen das jetzt mit Wasser. Und das wird jetzt gemischt mit dem Malzschrot und dann hält man bestimmte Temperaturen ein. Und zwar, wir fangen hier mit gut 50 Grad an, heizen dann auf 62 und dann auf 72 Grad. Und bei diesen verschiedenen Temperaturen wirken jetzt Enzyme. Enzyme sind biologische Katalysatoren, die im Malz drin sind und die gerade auch während der Keimung gebildet werden. Und diese Enzyme bauen uns jetzt die Stärke. Und jetzt sind wir genauso weit wie der Weinbauer, der also seine Traube ausdrückt und da einen Traubensaft hat. So haben wir jetzt einen Malzsaft und den kann man dann nachher vergären. So, jetzt haben wir also alles verzuckert. Das heißt, die Stärke, die in den Körnern drin war, ist jetzt zu Zucker geworden. So, jetzt haben wir noch die Spelzen und die Hülsen von den Körnern, die uns im Weg umgehen. Die müssen jetzt noch raus. Und darum pumpt man das Ganze jetzt rüber in einen sogenannten Läuterbottich, also läutern oder klären. Und da setzen sich jetzt auf einem Siebboden die ganzen Trubstoffe, Spelzen ab und alles, was flüssig ist, läuft durch diesen Art Filterkuchen durch und geht dann wieder zurück in die Pfanne. Und was da überbleibt, das ist dann der sogenannte Treber, also die Spelzen und Hülsen von den Körnern. Und die fressen normal Rindviecher, die freuen sich schon immer drauf. Also wir haben jetzt abgeläutert, wir haben jetzt den Treberkuchen ausgewaschen und jetzt ist alles in der Pfanne. Und bevor wir anfangen zum Kochen, geben wir den Hopfen. Und das bisschen Hopfen reicht uns jetzt für 400 Liter Bockbier. Und ganz kurz, schon ist er drin. Wir haben jetzt oben eine heiße Würze hergestellt. Und diese Würze muss jetzt erst einmal abgekühlt werden. Das passiert also hier in diesem Plattenkühler. Da machen wir kaltes Wasser heiß und die heiße Würze kalt. Wir holen also uns die Energie wieder raus. Die kalte Würze läuft jetzt hier rüber in den Gärbottich. So, jetzt geht es hier in diesen Gärbottich. Da haben wir die Hefe schon hergerichtet.
und kippen also jetzt die Hefe da rein. Hefe ist ja ein einzelliger Pilz, der sich durch Sprossung vermehrt. Und wie jedes Lebewesen frisst er was und er gibt wieder was ab. Die Hefe frisst also den Zucker, den wir ihr so schön in der Würze jetzt hergestellt haben. Und er gibt wieder was ab und abgeben tut sie Alkohol und Kohlensäuregas. Also wir füllen jetzt hier dann das fertige Bier ab. Das Bier hat also eine Woche gebraucht in der Hauptgärung und dann ungefähr 5 bis 6 Wochen in der Lagerzeit. Und hier können wir dann das abfüllen. Hier herum machen wir das in der Literflasche. Da wird also erst die Flasche mit Kohlensäure gefüllt, also mit Gas gefüllt. Und dann kommt also das Bier aus dem Lagertank dazu.